Wow, unsere kleine Yesenia hat sich ganz schön verändert. Ich bin nicht mehr in der Schule. Sowas lasse ich mir nicht mehr gefallen. Danke. Ich hätte mich auch selbst verteidigt, aber besser als du hätte ich es nicht gekonnt. Entschuldige, ich konnte mich leider nicht zurückhalten. Ich ertrage solche Leute einfach nicht. Ich habe einfach irgendwann aufgehört, auf so etwas einzugehen. Aber manchmal ist es auch nicht schlecht. Es hilft, sich abzureagieren. Ich finde, Shani ist so eine hübsche kleine Maus. Die ist so süß. Ich liebe es, wenn Leute zu ihrem eigenen Stil stehen. Ich bin übrigens Shani. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Yesenia und das ist Rosalia. Freut mich auch. Deine Klamotten sind toll. Ich studiere hier an der Uni Psychologie und Yesenia beginnt gerade ihren Master in moderner Kunstgeschichte. Wie ich vorhin schon sagte, beginnt man Master nicht nach dem Bachelor, also nach dem dritten Jahr, oder kommt es einfach darauf an, was man studiert? Rosalia studiert Psychologie. Ich hätte eher gedacht, die studiert irgendwie Design, Modedesign und so weiter. Wo Psychologie irgendwie auch zu ihr passt. Oh. Dann werden wir uns sicher noch häufiger begegnen, Yesenia. Ich mache denselben Master. In Kunstgeschichte. Ich habe mich gerade eingeschrieben. Die Einschreibungen finden im Haupthörsaal statt. Ich gehe dann mal wieder und werde versuchen, solchen Kleingeistern von nun an aus dem Weg zu gehen. Viel Erfolg dabei. Sieht ganz so aus, als würde das dieses Jahr nicht unbedingt einfach werden. Shani ging weg und winkte uns noch einmal zu. Sie wirkt sehr sympathisch. Ja, ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Au revoir, Mana. Was stand da jetzt in meinen Aufgaben? Ich hätte den voll komisch gesprochen, kann das sein? Oh, da waren wir aber in dem anderen Raum. Keine Sorge, jeder bekommt seinen Zimmerschlüssel. Hier ist ganz schön was los. Ja. Pack. Rosalie, du sagst das nicht, das sagt der Typ hinter dir. Und hört auf zu schreien, wäre ich doch bloß in meinem Urlaub in Italien geblieben. Pizza, Sonne und vor allem keine Uni und gerade gillenden Studenten. Ich senkte die Stimme, als ich mich an Rosa wandte. Hast du auch ein Wohnheimzimmer? Der Teaser ist aber etwas anders geschrieben worden. Nein, Leia und ich wohnen hier zusammen. Wirklich? Das wusste ich nicht. Das ist ja toll. Das heißt, dann muss ich das Zimmer wohl mit einer Fremden teilen. Ich finde ziemlich mies, dass Rosa und Lay zusammenbleiben durften und ich mit Lysander einfach nicht. Ich will zu ihm auf dem Bauernhof. Ich liebe Tiere. Ich liebe auch Tiere, so wie er. Ich will auch Tiere lieben. Und pflegen und so. Lass mich doch einfach zu Lysander auf dem Bauernhof ziehen. Danke? Bitte? Ja? Nein? Okay. Dann halt nicht, ihr Herzensbrecher. Ja, aber so lernst du schnell neue Leute kennen. Du wirst sehen. Hallo, junge Dame. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mich gern für moderne Kunstgeschichte einschreiben. Ich würde gerne den Schlüssel für mein Wohnheimzimmer abholen. Nee, wir wollten uns ja einschreiben. Oh, ja, verstehe. Den Studiengang leitet unser neuer Professor. Saidi. Ryan Saidi. Okay. Okay. Muss ich direkt zu ihm gehen, um mich einzuschreiben? Ganz genau. Ich weiß nicht, wo er ist. Er müsste in einem der Kursräume oder im Speisesaal sein oder
Das gibt Ihnen die Gelegenheit, sich schon mal auf den Campus umzusehen. Dann finden Sie sich später leichter zurecht. Ja, ich werde ihn schon finden. Gut, dann viel Erfolg. Und den Zimmer für meinen Wohnheimschlüssel? Komme ich den von Ihnen? Ja, ich sehe mal nach. Sie sind... Ja, sind ja. Mit seinem Namen finde ich Sie sicher schnell auf der Liste. Und was, wenn ich mich Lisa genannt hätte? Was hätte er dann gesagt? Er ist nicht gerade freundlich. Zimmer 719. Und ja, es ist ein Doppelzimmer. Nein, es gibt keine Einzelzimmer. Nein, ich weiß nicht, wer ihre Zimmergenossin ist. Ja, das ist nervig. Nein, ich kann nichts daran ändern. Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Ich bin Ihnen zuvor gekommen. Glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung. Okay, danke. Der Nächste! Wirklich die Freundlichkeit in Person. Irgendwie hat er einen lustigen Blick. Ich glaube, ich mag den, auch wenn er scheiße aussieht. Also scheiße gekleidet ist. Irgendwie sieht er witzig aus. Also witzig im Sinne, man kann sich mit dem amüsieren. So. Habe ich jetzt auch. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ich auch nicht. Das Semester hat noch nicht einmal angefangen und ich bin schon völlig erschöpft. Ich muss los. Ich habe Lay versprochen, ihm heute Nachmittag zu helfen. Dafür, dass du eben noch gesagt hast, du würdest dich nie wieder von mir trennen, hast du ziemlich schnell deine Meinung geändert. Willst du mir deswegen jetzt ernsthaft ein schlechtes Gewissen machen, Fräulein? Ich bin dann mal weg und melde mich dann vier Jahre nicht mehr. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Stimmt. Wenn du Lust hast, können wir uns heute Abend in der Bar auf dem Campus treffen, um deine Rückkehr zu feiern. Was meinst du? Bevor die Kurse anfangen? Ich möchte nicht gleich in der ersten Stunde einen schrecklichen Kater haben. Rosa tat, als hätte sie nichts gehört. Außerdem habe ich eine Überraschung für dich. Na, jetzt hast du es tatsächlich geschafft, mich neugierig zu machen. Ich kenne dich eben so gut. Bis später. Jo, bis später. Warte mal, wo genau ist denn diese Bar? Dieses Mädchen ist wirklich schneller als der Blitz. Dann muss ich mich jetzt wohl alleine hier auf dem Campus zurechtfinden. Entweder ich suche zuerst meinen neuen Professor für moderne Kunstgeschichte, oder ich gehe als erstes in mein Zimmer. Ich habe jedenfalls noch genug Zeit. Ich gehe erst in den Hörsaal. Ryan, wo sind Sie? Saidi, meine ich, sorry, man spricht ja Lehrer nicht mit Vornamen an. Ich stehen lauter Studenten auf einem Haufen. Sie hören einen von ihnen wie gebannt zu. Ich gehe mal ein bisschen näher heran. Oh, Digi, wie spreche ich dich? Wie spreche ich den? Vielleicht kriege ich jetzt ja meine männlichste Stimme und erotischste Stimme zustande. Vielleicht kann ich hier ja wirklich wie ein Halbgott klingen lassen. Alle, die sich für den Kurs in moderner Kunst... Ja, wenn ich mich direkt verspreche, klingt der richtig erotisch. Alle, die sich für den Kurs in moderner Kunstgeschichte einschreiben möchten, sind hier richtig. Endlich! Ich dachte, ich würde die Einschreibung verpassen. Ich entschuldige mich im Voraus bei allen, die mich schon länger gesucht haben. Ich habe leider nicht eher einen freien Raum gefunden. Wenn er nach unten guckt, hat er eine normale Augenfarbe. Nach oben nicht. Nach unten hat er eine ganz hübsche Augenfarbe. Aber dieses komische Grün passt irgendwie sonst. Das, guck mal, das ist eine hübsche Augenfarbe. Das soll der Professor sein? Er wirkt so jung. Ja, circa 30. Und guck mal, er hat Busen.
Aber jetzt haben wir uns hier endlich gefunden und werden noch das ganze kommende Jahr miteinander verbringen. Sweet. Wir begeben uns auf eine gefährliche Reise und ich kann euch nicht versprechen, dass ihr sie alle heil übersteht. Aber ich verspreche euch, ihr werdet viel lernen. Was sagt ihr dazu? Bilde ich mir das nur ein oder hat er mich bei seiner Frage angesehen? Das bilde ich mir ein. Ich bin nicht besser als die anderen Mädchen, die ihn mit ihren Blicken verschlingen. Er ist unglaublich charismatisch. Sicher hängen die Studenten in den Vorlesungen an seinen Lippen. Also wenn er nach unten schaut und eine normale grüne Farbe hat, dann sieht er ja tatsächlich echt gut aus. Aber mit dieser gruseligen... Ja, so sieht er gut aus. So nicht. Ich lege sehr viel Wert auf Augen, um das mal so daneben nebenbei zu sagen. Ich werde euch jetzt nicht mit den Details unseres Programms aufhalten. Das erkläre ich euch dann noch ausführlich in der ersten Kursstunde. Ihr solltet nur wissen, dass es in unserem Masterkurs um die Kunst in all ihren Formen gehen wird. Ich finde Kunst ziemlich kompliziert, weil Kunst kann echt alles sein. Ist das Kunst oder kann das weg? Und das wird eure Sicht auf das Leben verändern. Es ist ein toller einjähriger Masterkurs. Und ich gratuliere euch im Voraus, dass ihr euch dafür entschieden habt. Er scheint sich wirklich für sein Fach zu begeistern. Da wird der Unterricht sicher sehr interessant. Kommen wir jetzt also zu euren Einschreibungen. Bitte der Reihe nach. Alle scheinen an seinen Lippen zu hängen. Ich warte einen Moment lang ab, bis ich eine Schlange gebildet hatte. Dann stelle ich mich hinten an. Ich brauchte nicht lange zu warten. Hallo? Sie möchten sich also einschreiben? Ich nuschel. Ich kann Ihnen auch eine nuschelnde Stimme geben. Ja, ich glaube, deshalb bin ich hier. Oh Gott, diese Ja, Ihre Präsentation war einfach genial. Okay, nehmen wir mal das. Ups. Und schon ist es runtergegangen. Anscheinend mag er nervöse Studenten. Tja. Danke. Das ist Ihr erster Tag hier an der Uni. Stimmt's? Ja. Sieht man mir das so sehr an? Es ist nur... Unter Neuankömmlingen erkennt man sich eben und wir müssen uns ja irgendwie gegenseitig unterstützen. Ja, stimmt. Der Typ von der Verwaltung hat erwähnt, dass der Professor auch neu ist. Ich hoffe, der große Campus schüchtert sie nicht allzu sehr ein. Einschüchtern? Mich? Nein, ich gewöhne mich schnell ein. Ich gebe zu, die Uni ist größer als ich dachte. Ja, komm. Indem man sich seine Ängste eingesteht, kämpft man dagegen an. Ich werde Ihnen unauffällig den Campusplan geben, den ich in meiner Jackentasche versteckt habe, um nicht wie ein Idiot zu wirken. Da fühle ich mich gleich weniger allein. Danke für Ihre wertvolle Hilfe. Hä? Ich check dieses Gespräch gerade nicht. Was will er? Hä? Wie's? Hä? 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 Dann fühle ich mich gleich weniger allein. Es ist gut möglich, dass wir uns hier beide am selben Ort verlaufen. Aha. Das erhöht unsere Chancen, gemeinsam den richtigen Weg zu finden. Zusammen? Dieses Labyrinth hat bei uns keine Chance. Kann ich bitte dieses Gespräch beenden? Das ist mehr als creepy. Wir werden dem Minotaurus entkommen. Ihre Begeisterung ist wirklich ansteckend. Und er guckt dabei so. Ich habe das Gefühl, wir werden uns gut verstehen. Ich bin etwas verängstigt von diesem Gespräch, das ist
echt merkwürdig. Für die Einschreibung bräuchte ich noch ihren Namen. Yesenia. Das hätten wir. Schön, dass Sie sich für diesen Kurs entschieden haben. Danke. Ich habe es schon ein paar anderen Studenten gesagt. Auf dem Weg hierher habe ich gesehen, dass das Café direkt neben der Schule Südamores einen Studenten oder eine Studentin zur Aushilfe sucht. Vielleicht interessiert Sie der Job ja. Oh, danke. Das ist genau die Art von Nebenjob, die ich suche. Kellnerin. Das ist nicht gerade mein Traumjob. Aber ich sehe es mir mal an. Danke. Ich bin mir echt gerade nicht sicher. Ich finde beide Antworten doof. Und mir ist nie aufgefallen, dass... Ach, das Café! Doch nicht das Café neben der Südamores-Schule. Safe nicht. Außer es hat in den 4 Jahren das Logo geändert. Ja komm, tun wir einfach mal enthusiastisch. Ich werde so bald wie möglich es dort versuchen. Unter uns. Bisher wissen nur 3 Studenten von dem Job. Aber sie wirken am aufgeweckten. Okay, nein. Aus. Ich glaube, die Animation ist schöner. Er zwinkert mir diskret zu. Der flirtet doch nicht mit mir, oder? Danke für alles, Herr Professor Zeidi. Ich schaue später dort mal vorbei. Herr Professor Zeidi. Gern. Bei unserem Gespräch habe ich die Zeit ganz vergessen, ihr Sinne. Ich werde mich mal um die anderen Studenten kümmern. Schönen Tag noch. Da hat er aber einen anderen Blick drauf, oder? Nö, hat er nicht. Irgendwie sind die Animationen schöner als das Standbild. Ich ging zur Tür. Doch ich konnte nicht anders, als mich noch einmal umzudrehen, bevor ich den Seminarraum verließ. Der Professor machte mich neugierig. Oh nein, du hast leider kein Bild erhalten. So traurig. Ich kenne das Bild eh schon. Das war vorhin noch nicht da. Das ist ein Plakat. Für das Konzert von Castiel. Von Castiel? Von Castiel. Ah ja, stimmt ja, der war ja da, stimmt ja. Es findet erst in einem Monat statt. Ist das ein Episodenbild? Crowstorm. Krähensturm? Ich finde es ein bisschen traurig, dass Castiel sich so übertätowiert hat. Am 12.11. Es findet in einem Monat statt, also haben sie Oktober. Klar, ich glaube, meistens schreibt man sie auch im Oktober ein. Und in einem Monat hat er Lysandra Geburtstag. Aber das interessiert da ja niemanden, weil Lysandra ja nicht mehr da ist. The Snake Room, im Schlangenraum. Hm? Und da haben wir ein Südamores-Logo und ein, ich glaube, das ist ein Eldaria-Logo. Da ist auf jeden Fall ein Kristall. Was ist das da? Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Sehr hübsch, Kastia, sehr hübsch. Ich hätte nicht gedacht, dass er es so weit bringen würde. Und ich hätte nicht gedacht, dass er es so weit bringen würde ohne Lysandra. Oh, danke schön. Irgendwie ein komisches Gefühl, Lysandra nicht auf dem Plakat zu sehen. Er war zu Schulzeiten immer der Sänger der Band. Immerhin. Das mit ihm war etwas ganz Besonderes. Er war meine erste und einzige Liebe. Und er ist meine immer noch gegenwärtige einzige Liebe. Obwohl ich seitdem andere Beziehungen hatte, war es nie wieder so stark wie das, was ich für ihn empfunden habe. Na immerhin, Babe. Immerhin. Immerhin, Mädchen. Ich wäre gern mit ihm in Kontakt geblieben.
Schreib ihn eine fucking Nachricht! Schreib ihn eine Nachricht! Ist doch nicht so wild! Schreib ihn einfach eine Nachricht! Mach! Ich sollte trotzdem mit Rosa zu dem Konzert gehen. Ich schlage es ihr heute Abend vor. Oh Mann! Wenn es bei ihm doch so intensiv war, warum stellt sie sich so an? Wieso schreibt sie ihm nicht einfach eine Nachricht? Warum nicht? Was ist daran so schwer? Ach ja, stimmt ja. Das Drehbuch will es so. Ist das Melody? Die ist ja süß! Oh mein Gott! Yesenia, du wohnst wieder hier? Melody! Was für eine Überraschung, dich hier zu treffen. Oh, Melody ist ja mal so süß! Und die sieht wenigstens nicht so komisch creepy aus. So niedlich. Ja, ich bin nie weggezogen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Melody, dann können wir ja unsere alte Schulklicke wieder aufleben lassen. Ich glaube, ich habe mich mit dir nicht so gut verstanden. Obwohl, ich weiß es gerade gar nicht. Obwohl sie mit... Ich glaube nicht, dass das so gut ist, weil sie ja irgendwie in der Teddy verschossen war. Und ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Oh. Das war schlecht. Egal. Oh, Melody ist so süß. Oh mein Gott, was haben sie mit ihr gemacht? Oh Gott, wie niedlich. Ein bisschen schon. Aber dich habe ich sofort wieder erkannt. Und was machst du hier? Ich belege an der Uni einen Masterkurs in moderner Kunstgeschichte. Bei Herrn Seidi. Ich bin dieses Jahr seine studentische Hilfskraft. Ich helfe ihm dabei, die Veranstaltungen rund um den Kurs zu organisieren. Ah, verstehe. Das ist das erste Mal, dass sich eine Studentin um all das kümmert. Eine ziemlich große Verantwortung. Dann bist du jetzt auch Studentenvertreterin. Super. Oh. Ich war mit Melody anscheinend noch nie so gut. Nein, das ist anders als in der Schule. Ich helfe ausschließlich bei der Organisation studentischer Projekte. Das ist so eine Art erste berufliche Erfahrung für mich. Und hast du etwas von Nathaniel gehört? Ist er noch hier? Ja, er ist immer noch hier. Aber ich habe länger nichts von ihm gehört. Das interessiert mich auch nicht. Oh, sie hat sich losgelöst von ihm. Wie schön. Ach ja? Was ist denn passiert? Ich weiß noch, dass du ihn in der Schulzeit toll fandest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine besonders gute Frage ist. Ach ja? Ich habe auch nichts mehr gehört. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Nichts Besonderes. Sagen wir es so, er hat sich ziemlich verändert, nachdem er von zu Hause ausgezogen war. Man sieht ihn eigentlich nie in der Uni. Wie meinst du das? Sagen wir es so, er interessiert sich mehr für die Uni-Partys als für sein Studium. Ich bin durchgespoilert. Ich weiß so ziemlich alles und darum kann ich jetzt auch nicht besonders so tun, als wäre ich überrascht. Aber ich schwöre, ich war überrascht, als ich es gesehen habe. Oder das erstmal gehört habe. Gehen wir wirklich über denselben Nathaniel? Ja, wir reden über denselben Nathaniel. Du wirst sehen. Ich muss jetzt leider los. Herr Zeidi wartet sicher schon auf mich, um die Einschreibungen fertig zu machen. Warte, Melody. Heute Abend treffe ich Rosalie an der Bar auf dem Campus, um auf die guten alten Zeiten anzustoßen. Hast du Lust mitzukommen? Oh, das ist nett. Wenn ich bis dahin mit meiner Arbeit fertig bin, komme ich gerne vorbei. Super, bis dann. Ich glaube, Melody ist voll die Nette, wenn sie nicht so auf Furie tut, wenn man sich Nathaniel nähert. Vor allem, da ich eigentlich nie etwas von Nathaniel wollte und auch nicht will. In dem Gebäude sind die Wohnheimzimmer.
out of order. Cool. In dem Gebäudeteil sind die Mädchen und in dem anderen die Jungs. Und wir müssen getrennt bleiben. Ich hätte nicht gedacht, dass es in der Uni heutzutage noch solche Regeln gibt. Aber wie es aussieht, doch. Der Campus ist wirklich riesig. Mein Zimmer muss hier irgendwo sein. Bei 719 sind es wahrscheinlich auch ein paar Zimmer. Da ist auch ein Aufzug. Mal sehen. Hier muss es irgendwo sein. The best taste in your town. Cozy Bear. Oh mein Gott, man konnte sich auch keinen kitschigeren Namen ausdenken für eine kitschige Stadt. Zimmer Nummer 719. Meine Mitbewohnerin ist vielleicht noch nicht da. Im selben Moment hörte ich durch die Tür eine weibliche Stimme. Ja, aber das Zimmer ist echt winzig. Hier passen keine zwei Leute rein. Wie es aussieht, doch. Ich hoffe, es ist eine von den Erstsemestern, die gleich wieder aufgeben und verschwinden. Da muss ich sie wohl leider enttäuschen. Dann hätte ich auch die andere Hälfte des Schrankes für mich. Ich weiß sonst nicht, wie meine Klamotten da reinpassen sollen. Das klingt nach Amber. Also los, wir werden ein Jahr zusammen im selben Zimmer wohnen. Dann muss ich jetzt einen guten Eindruck machen.